Der Talk bei Hallo Meinung. Hallo Meinung, ja, heute wieder eine besondere Freude, ein Gespräch führen zu können, ein Interview mit Matthias Matusek. Lieber Matthias, ich darf dir sagen, unsere Interviews, deine Artikel finden großen Anklang, die Menschen sind begeistert. Das herzlich freut willkommen mich sehr bei Hallo Meinung. Grüß dich, Matthias. Hallo. Ja, hallo. Auch hier wieder, ich werde immer wieder gefragt, duzt du einfach die Menschen? Nein, ich duze nicht einfach die Menschen. Matthias und ich haben sich darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das nur zur Etikette. Ne? Matthias, wir haben heute einen Menschen im Kabinett seines Zeichens, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der CSU angehören. Nun gibt es ja einen sogenannten Untersuchungsausschuss im Bundestag. Der hat ja bis früh morgens um 4.30 Uhr getagt. Ja. Ja, Matthias. Gibt was eine Menge zu untersuchen. Ja, ja. Matthias, eins noch. Der Begriff Ausschuss hat ja in der Produktion ganz andere Bedeutung als in der Politik. Oder vielleicht ja. Doch nicht so? Ja, das gibt es da vielleicht doch verblüffende Ähnlichkeiten. Dieser Mann ist natürlich mittlerweile in der Hypothek für die Große Koalition und überhaupt für das ohnehin sinkende Ansehen der politischen Klasse und der Regierung in Berlin. Also die Kanzlerin wird sich überlegen, und die ist ja, also sagen wir mal, die hat die Witterung, eine opportunistische Witterung dafür, was zu belasten wird und was nicht. Die wird sich überlegen, wie lange sie den Herrn noch stützen kann. Also der hat sich ja, das ist ja das bei diesen Leuten, das Fantastische, die gehen unglaublich großzügig mit Geld um, was nicht ihnen gehört, was wir bezahlen, du Peter und ich. Ja, wir geben, also ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich zum Beispiel Ursula von der Leyen, ja, die Bundesuschi, sprechen höre, wenn sie sagt, da nehmen wir jetzt mal ganz viel Geld in die Hand. Die nimmt überhaupt kein Geld in die Hand, die nimmt mein Geld in die Hand. Ja? Und dann macht sie ein Milliardenprogramm für Energiewende und das stimmt hinten und vorne nicht, rechnet sich nicht. Und das ist eben sozusagen die Generosität der politischen Klasse, dass sie eben mit meinem Geld in der Form umgehen. Und bei dem Scheuer war es ja nun wirklich so, offenbar haben die Betreiber dem Scheuer angeboten, dass man mit der Unterschrift unter die Verträge wartet, bis die Feststellung der EU vorliegt. Und da sagte der Scheuer, die kommt sowieso, die Einwilligung. Seine Fachleuten hätten ihm das gesagt und das sei alles geprüft. Und diese Fahrlässigkeit, diese Großzügigkeit, dieses Laissez-faire, ist das, was eigentlich das Schlimme ist. Ja? Und das setzt sich ja, also man muss nur die Berichte vom Bund der Steuerzahler sich mal genau angucken. Also das setzt sich ja grundsätzlich als Generallinie durch. Und ich bin für, also das ist ein Punkt, ja, genau, ja. Ja. Ich bin ja durchaus für eine gewisse Haftung zu haben. Die AfD hat da wirklich einen ganz interessanten Punkt in ihrem Parteiprogramm, dass also die Entscheidungsträger nicht so ohne weiteres einfach davonkommen, sondern dass sie, sagen wir mal, sich dreimal überlegen sollten, was sie anstellen. Ich kann nur immer wieder auf diese Ruine in Berlin hinweisen, diese Milliardenruine und der Wovereit, arm aber sexy, sitzt immer noch fröhlich grinsend in Talkshows rum und ist sich keiner Schuld bewusst. Das ist Berlin und das ist sowieso also ein Bullabü hoch drei und ein sehr teures Bullabü, ja. Matthias, ich komme jetzt mal auf das Thema Erinnerungsvermögen. Jetzt kommt, musst du dir vorstellen, zu dir kommt jemand, du bist erfolgreich, zu mir in die Betriebe, kommt das Finanzamt, haben Sie 2019 bei dieser Baustelle 4 Millionen eingenommen? Und ich sage, ich kann mich nicht erinnern. Es ist erstaunlich,
dass ein Mann wie der Andreas Scheuer, der immerhin Bundesminister ist, offensichtlich kein Erinnerungsvermögen hat. Und da muss ich mich ganz ehrlich fragen, ist denn dieser Mann überhaupt noch geeignet bei so einem geringen Erinnerungsvermögen, wenn es doch um solche entscheidende Tatbestände geht? Ja, da habe ich schon so meine Bedenken. Und Matthias, wir hatten einen Zuschauer. Eine Liability, würden die Amerikaner sagen. Ja? Also er ist sozusagen ein Minusposten in diesem Kabinett, das ja ohnehin einige Minusposten aufweist. Ja? Und, also Matthias, zwischen Soll und Haben, die Bilanz ist in Berlin nicht ausgeglichen. Also da ja, aber es scheint denen nichts auszumachen. Also, nein. Kaspar, warum macht es nicht aus? Matthias, weil immer noch zu viele hinterherlaufen und sagen, ja, die Beliebtheitswerte und die werden das schon machen. Ja, das zeigt, dass der Aufklärungsgrad, der noch notwendig ist, der ist groß. Aber da lassen wir uns nicht abschrecken. Ja. Und schau, das geht ja weiter. Wenn du dir jetzt bitte anschaust, wir reden hier mal um Schadensersatzforderungen um über eine halbe Milliarde Euro. Und das sind Dinge, wenn ich mir vorstelle, dass dann gesagt wird von der Jungen Union, von dem Vorsitzenden, dass 2021 eine Nullrunde für Rentner wird, die ein Leben lang hier einbezahlt haben, dann sage ich, meine liebe CDU und CSU, ihr seid aber schon mutig. Ihr seid schon sehr mutig. Da muss ich jetzt, sagen wir mal, zum ersten Mal seit Jahren dem Lafontaine Recht geben, der vor einiger Zeit gesagt hat, ein sogenannter unbegleiteter Flüchtling kostet 5.000 Euro im Monat. Wie soll ich das einer Sozialrentnerin klar machen? Ja. Und da gibt es natürlich die Gerechtigkeitsfrage. Lafontaine hat prompt die Quittung gekriegt. Die Linke überlegt sich jetzt den Ausschluss des Mannes, der sie einst gegründet hat. Ja, die mitgegründet hat. Ich war damals bei dem Gründungsparteitag in Cottbus dabei. Damals hatte der Lafontaine ja noch den Ruf, also irgendjemand sagte, er hat den ökonomischen Sachverstand eines Gulag-Leiters, eines sowjetischen. Aber mittlerweile hat er Vernunft angenommen. Vielleicht ist es auch der gute Einfluss seiner Frau, der Wagenknecht. Ja. Da muss man auch mal eine Lanze brechen, wenn ich mir so anschaue, Leute wie Sarah Wagenknecht, auch wie Thilo Sarrazin, das sind ja durchaus Leute, die mit ihren Publikationen, mit ihren Argumenten ja nicht fehlgeleitet sind, allzu oft. Ja, aber die werden im Grunde genommen von ihren eigenen Parteien, werden die gescholten, und Thilo Sarrazin ist ja nur das beste Beispiel dafür, wo ich sage, die SPD ist ein Schatten ihrer selbst. Und dann komme ich noch mal auf den Untersuchungsausschuss. Matthias, ich habe so den Eindruck eines Nichtsangriffspaktes zwischen CDU, CSU und SPD. Kann das mit Olaf Scholz, mit der Warburg-Bank zusammenhängen? Untersuchungsausschuss? Ja, ihr tut mir nicht weh. So in dem Sinne kann gut sein. Also es gibt ja natürlich viele Absprachen auch zwischen den Parteien, und CDU und SPD sind ja aneinander gekettet. Also die CDU weiß, dass eine SPD, dass sie die SPD noch braucht für die große Koalition, und die SPD natürlich auch die CDU. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es so eine Art Nicht-Angriffspakt gibt. Untersuchungsausschuss ist... Ausschuss ist ja, wie du sagst, ein doppeldeutiger Begriff. Ja? Wenn man eine Ausschussware hat, ist es das, was man aussortiert. Aber ich glaube nicht, dass da sehr viel rauskommt bei diesem Ausschuss. Ich meine, wenn man sich überlegt, es gab ja diesen Ausschuss wegen Uschi, der Bundeswehr Uschi damals noch, mit ihren Millionenberaterverträgen. Das ist auch wie das Hornberger Schießen erstmal ausgegangen. Also vor allen Dingen wird ja die AfD überhaupt ausgeblendet. Und
wird richtig, das ist ein Opfer der Cancel Culture. Also da wird, das wären die einzige Partei, die wirklich hartnäckig mal nachfragen würde. Ja, und das ist bedauerlich, dass es dieses demokratische Korrektiv in der Praxis nicht gibt, obwohl sie ja einen erheblichen Stimmenanteil verkörpert, also einen erheblichen Anteil der Wählerschaft. Aber leider spielt sie parlamentarisch nicht die Rolle, die ihr zusteht. Ne? Naja gut, weil die anderen hier der Klüngel zusammenhält, ja, und sich bloß immer darauf besinnt, bei der AfD über diejenigen zu reden, die nun wirklich nicht öffentlichkeitsfähig oder publikationsfähig sind. Die gibt es ja auch, ne? Die gibt es ja auch. Keine Frage, aber es gibt, ich habe viele Gespräche geführt mit Menschen von der AfD, wo ich einfach sage, vernünftige Ansichten, die sich mit dem Bürgerlichen sehr, sehr vereinbaren lassen. Geht mir genauso, ja. Ja, also ja. Und da stehe ich auch dazu. Ja, ich habe die Woche erst wieder Interviews geführt. Ich nenne hier zum Beispiel Martin Hess, was den sicherheitspolitischen Sprecher mit angeht, AfD, der war auf der Polizeischule in Baden-Württemberg, ein Mann, der spricht mit Sicherheit, wenn jemand klar bei getrost und bei Verstand ist, 90% der Bevölkerung an, ohne wenn also wenn du dir einen Redner wie den Curio anschaust, wenn der Curio im Parlament loslegt, dann erinnert das an die grandiosen Zeiten von Wehner, Strauß, Brandt, also als wirklich noch gestritten wurde. Ja. Und das ist also das ist eine Stimme, die absolut das Parlament belebt. Aber dann hast du wieder eine Situation, dass der Bundestagsvize, der AfD zusteht, immer noch nicht besetzt ist. Das ist ein Skandal. Dafür eine Quasi-Analphabetin wie Claudia Roth, die ihre Meriten gehabt hat, als sie die Anarcho-Band Tonscheine Scherben mal managte für 2 Jahre. Aber diese Dame ist natürlich, man überlegt, Harder Kühne wurde 3-mal abgelehnt. Eine Vollblutjuristin, eine unglaublich intelligente Frau. Und da kommt dann so eine Hilfsschülerin und die sitzt bräsig auf dem Sitz des Vizepräsidenten und die sagt dann, so machen Sie mal, ich will jetzt essen gehen, während ein AfD-Abgeordneter spricht. Also das ist so, das ist ein Skandal. Die Verluderung der Sitten. Mir hat ein AfD-Abgeordneter mal gesagt, er ist da in der Wandelhalle vor dem Parlament rumgelaufen, kam ihm ein FDPler entgegen und hat vor ihm ausgespuckt. Das muss man sich vorstellen, so ein Benehmen, ja? So, das ist Prolo hoch 3, ja? Das ist das asoziales Verhalten, ja? Und zwar seitens der bürgerlichen Parteien, die dann plötzlich alle Manschetten fallen lassen und gar nicht mehr bürgerlich sind, sondern sich benehmen wie Achsenwalde. Ne? Ja, aber Matthias, das kannst du doch so nehmen. Ich meine, rein vom Formaljuristischen her, wenn aus Prätoria eine Wahl in Thüringen praktisch zwangsweise rückgängig gemacht wird und die SED-Tante, SED ist Linke, es ist eindeutig Nachfolgepartei, die kriegt bei der Übergabe des Blumenstrauß kriegt den Zitteranfall. Unverschämtheit, ne? Ja, das ist sind das halt nicht Dinge, dann sagen wir das, dann spricht unsere, nicht unsere, sondern diese Kanzlerin spricht davon, dass sie sagt, was Belarus, Weißrussland angeht, die kämpfen für ihre Demokratie und Freiheitsrechte und wir haben das Recht, auf die Straße zu gehen. Und wenn hier Menschen friedlich auf die Straße gehen wollen, ich erinnere bloß, wir wollten jetzt am kommenden Samstag in Berlin eine Motorraddemo machen an der Spinnerbrücke. Das ist an der Abus, der größte Motorradtreff, der mir in Deutschland bekannt ist. Fährst du Motorrad? Ich bin früher, ja. Matthias, Folgendes. Dann ist Folgendes passiert, dass die reduzieren von 2.500 Leute auf 283 Leute wegen dem Infektionsschutzgesetz. Im Freien bei zigtausend Quadratmetern. Matthias, wir mussten es absagen, weil ich kann nicht Tausende von Motorrädern kommen lassen und nachher stehen die vor der Tür. Das ist einfach respektlos. Das, was im Augenblick vorgeht, insgesamt durch die Rechtfertigung, da kommen wir immer wieder durch die sogenannten Corona-Maßnahmen. Weißt du, sogar die Öffentlich-Rechtlichen fangen jetzt schon fragmentweise an, darüber zu berichten, dass sie sagen, diese Infektionszahlen bedeuten aber keine Erkrankung. Heute früh im Bayerischen Rundfunk, es sind jetzt 2.800 Neuinfektionen, aber die wenigsten zeigen Symptome.
Ich muss doch mal darüber sprechen können. Und ich meine, alle, die darüber reden, Matthias, die wissen doch gar nicht, wie es in der freien Wirtschaft, wie es im Einzelhandel, wenn jemand ein Solo-Selbstständiger ist, wie es bei dem ausschaut. Existenzen werden vernichtet. Ja, ja, absolut. Am Fließband werden die vernichtet. Ja, ja. Ja, und das ist ja auch das Interessante, was jetzt mit Donald Trump los ist. Der ist ja jetzt schon wieder fit und zeigt den Leuten, vielleicht wird es sogar ein Vorteil für ihn, zeigt den Leuten, also eine Infektion bedeutet nicht gleich Hospitalisierung und Tod, sondern man kann sich infizieren, ohne krank zu werden. Und und es gab ja diese Brennpunkt-Sendung jetzt gerade, die erstaunlich kritisch war mit dem Kurs der Regierung. Ne? Und das muss man sagen, für den Öffentlich-Rechtlichen, also eine. Aber wahrscheinlich lässt sich die Wahrheit ja auch nicht auf ewig unterschlagen. Ja. Wenn die Fachwelt mittlerweile ständig darauf hinweist, dass nicht die Zahl der Infektionen das Wesentliche ist, sondern die Zahl der Erkrankungen. Ja, und wir haben ein Gesundheitssystem, das so üppig aufgestellt ist, und die sind leer. Die Betten sind leer, die für die Infektion gedacht waren. Und das lässt sich eben nicht mehr verheimlichen. Also jetzt kommt so allmählich die Wahrheit. Und ich nehme an, dass hinter dem Panikmodus der Regierung auch noch andere Interessen wirksam sind, ja, dass die Regierung diese Panik nutzt auf eine sehr zynische Weise, um das Volk eben gefügig zu halten. Also Stefan Aust, mein ehemaliger Chefredakteur beim Spiegel, der wirklich letzte wirklich gute Chefredakteur beim Spiegel, der sagte, das Maskentragen dient der Regierung dazu, zu kontrollieren, ob die Bevölkerung noch gefügig ist. Ja, ja, ja. Ich habe den Artikel gelesen. Ja, ich habe den Artikel gelesen. Ja, ja. Matthias, zwei Informationen. Heute früh, neuester Stand, es sind 416 Intensivbetten belegt in ganz Deutschland. 9.600 Betten sind frei. Ja. 416. So, wir haben bei uns, wir haben insgesamt gesehen, was die Sterblichkeitsquote angeht, die kannst du gar nicht mehr in Promille ausdrücken im Augenblick. Ja. Betone immer für die Zuschauerschaft, wir sind über jeden Toten, das ist einer zu viel. Natürlich. Das ist keine Frage. Also wir verharmlosen es nicht. Aber was hier gemacht wird, das ist eine Dramaturgie, die hier aufgebaut wird, die nicht im Ansatz gerechtfertigt ist und die aber auch nicht berücksichtigt, was es aus den Menschen macht. Das sind so einfache Beispiele. Ich habe eine Großbaustelle. Der Einzug wäre normalerweise jetzt im Oktober gewesen. Die Türen, die besonderen Türen, die Schallschutztüren, die kommen nicht. Sie kommen nicht. Das Thema Fahrstühle, die Elektronik kommt aus China. Das sind alles Dinge, wo man einfach sagen muss, Moment, was hat das eigentlich die Globalisierung mit uns gemacht? Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Wir sollten aber trotzdem dann irgendwo sagen, das Thema systemrelevante Sachen müssen halt mit in Deutschland bleiben. Matthias, wenn ich mir mit anschaue, du hast gerade vom Donald Trump gesprochen. Der Elmar Thewissen hat sein neues Buch rausgebracht, der ARD. Ist er ZDF, ist er, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, er ist ARD. ARD-USA-Korrespondent. Ja, genau. Also wenn ich das lese, das ist die ganze Symbiose zur ARD zu Donald Trump. Der Mann ist ein Idiot, der Mann ist ein Verbrecher, der Mann ist ein Lügner, der Mann ist seine Fake-Profile. Und dann sage ich mal, man kann über Donald Trump geteilter Meinung sein, aber so wie er in Deutschland dargestellt wird, das ist im Grunde genommen, das ist kein Framing mehr. Das ist, da wird die Person dermaßen verunglimpft und dann regen die sich über Moskau auf, eventuell über Wahlbeeinflussung. Ja. Das heißt also, wie siehst du die Situation? Das gerät ja völlig aus. Es fing ja schon in der Wahlnacht an, als unser Sigi Gabriel sich bemüßigt fühlte, ihn zu mahnen, zu ermahnen. Nee, das war die Kanzlerin. Ihn zu ermahnen, dass er sich an Recht und Ordnung hält. Ausgerechnet die Kanzlerin, die in ihrer Kanzlerschaft klargemacht hat, dass Recht und Ordnung sich nicht so besonders interessieren eigentlich und dass sie sich nicht unbedingt immer an die Gesetze und an das Recht hält. Also sie hat ja mehrere, also den Schengen-Vertrag, gegen den hat sie verstoßen und. Aber fing ja schon in der Wahlnacht an. Und unsere Intelligenzier, also die
Leute, die damit Geld verdienen, besonders klug in die Kamera zu gucken. Die haben sich alle maßlos geärgert, als plötzlich dieser Typ im Salon rumstand, der nicht eingeladen war. Der stand da plötzlich auf dem Parkett mit seiner komischen Frisur und hatte gewonnen. Und die haben alle einen Schock gekriegt. Ja? Und man muss sagen, Donald Trump ist immerhin ein Politiker, der all das umgesetzt hat, was er versprochen hat. Er hat versprochen, dass er die Wirtschaft ankurbelt, dass dass Amerika sich zurückhält, was Kriegsschauplätze angeht. Also Obama hat Kriege angefangen und Donald Trump hat die mit Kriegen aufgehört. Das muss man mal sagen. Ja, also der wird ja von allen irgendwie als Brandstifter und so weiter, der Spiegel, der nehmen die Fakten nicht zur Kenntnis. Donald Trump ist der erste Präsident in den letzten 20 Jahren oder so, der keinen einzigen Krieg angefangen hat, sondern beendet hat. Und der im Nahen Osten jetzt dieses Kunststück fertiggebracht hat, die Araber zu gewinnen für den Frieden mit Israel. Ja, das sind so Geschichten, die werden einfach nicht wahrgenommen in der Beurteilung von Donald Trump. Und also ich bin ja katholisch, wie du weißt. Und der Gerhard Kardinal Müller hat kürzlich gesagt, für die katholische Kirche wünscht er sich natürlich, dass Donald Trump gewinnt, weil Trump eben für den Lebensschutz von Ungeborenen ist, weil er klar macht, dass das Geistige oder dass das Kirchliche, das Religiöse auch eine wichtige Rolle spielt in der Beurteilung der Welt und so weiter. Also dass man nicht alles wie unser Papst Franzl nach grün links rücken muss, sondern dass Donald Trump tatsächlich für eine sehr pragmatische und reale Politik steht, die auf Aussöhnung und so weiter geht. Ne? Und ja, das ist, also ich befürchte, dass es sehr knapp wird, aber ich meine, die Amerikaner, also allein wenn man sich jetzt anschaut, wie die Plünderungen in den Großstädten, demokratisch regierten Großstädten, stattgefunden haben, dann muss doch jede Mama sich wünschen, dass da einer kommt, der durchgreift, ja, und der die Eier hat, durchzugreifen. Ja, das Sleepy Joe ist es nicht. Der ist ja knapp unterhalb der Demenzgrenze und sehr fragil und also ich würde dem nicht zutrauen, dass er da wirklich die Cojones hat, tatsächlich wieder für Gesetz und Ordnung zu sorgen. Ja? Aber mal sehen. Ja? Also, ich bin gespannt und ja. Die nächsten Tage werden es zeigen. Aber Matthias, abschließend kann man sagen, die anscheinlich schnelle Genesung passt nicht in die deutsche Presselandschaft. Das gefällt niemandem. Also es gab ja sogar, die Dunja Hayali hat ja sogar davon gesprochen, ob es nicht eine Inszenierung ist. Also das ist die Dame beim ZDF, die das aktuelle Sportstudio bekommen hat, weil sie eben so systemtreu ist. Ja. Sie hätte nie das aktuelle Sportstudio, wenn sie mal ein paar kritische Töne gesagt hätte. Ja. Dann gibt es ja auch eine Journalistenkollegin, das ist, Kollegin will ich eigentlich gar nicht sagen, weil die Frau ist für mich keine Journalistin, hat man gesagt, kann man sich darüber freuen, dass Donald Trump jetzt so erkrankt ist? Dass ich man muss sich freuen. Ja, Und das sind Dinge, das ist für mich widerwärtig, wenn widerwärtig über die Gesundheit eines Menschen so geschrieben wird. Ja, das ist widerwärtig. Das war diese Stokowski und das ist besonders wirklich. Allerdings sind die drüben in den USA auch nicht zimperlich. Also eine aus dem Lager der Elizabeth Warren hat getwittert, ich hoffe, die sterben beide, also Trump und seine Frau und so weiter. Also das ist, bei Trump gilt offenbar feuerfrei. Da darf jeder mal drüber wischen und sein Häufchen legen und das ist ohne Anstand und Augenmaß und da darf man beleidigen, ja. Trump ist die Figur, die man beleidigen darf, ja. Und das ist wirklich erbärmlich anzuschauen, ja. Wenn man sieht, Trump, wie der von ersten Tag an
ist er ja tatsächlich, haben die Demokraten versucht, ihn zu erlegen. Mit den Russland-Untersuchungsausschüssen, mit dem Impeachment-Verfahren und. Die haben ihm keine Tagpause gegeben. Und der Apparat, den Obama hinterlassen hat, war natürlich ein Apparat, der interessiert war, Trump so schnell wie möglich zu erlegen. Ja. Das ist vergleichbar, wenn immer in Gemeinden neue Bürgermeister gewählt werden. Das ist dasselbe. Die Verwaltung ist geprägt, wenn ein Bürgermeister lange einer anderen Fraktion angehört hat, dann ist es für den neuen Bürgermeister immer sehr, sehr schwierig, da reinzukommen. Matthias, wie immer hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast mir verraten, du trittst einen interessanten Besuch in einem Nachbarland an. Ja. Dazu wünsche ich dir gute Reise. Komm gesund wieder zurück. Und ja. Du bist bei Hallo Meinung, bist du jemand, der sehr, sehr gern in der breiten Öffentlichkeit gesehen wird. Danke für das Interview, Matthias. Ich danke dir, Peter. Einen schönen Tag. Tschüss. Der Talk bei Hallo Meinung.